So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Aurea the Blind Forest. Während mein Stuhl im Hintergrund knarzt und ja, ich habe in der Zeit ein wenig aufgeräumt. Ich habe ein paar Sachen eingesammelt, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Ein paar Fähigkeitenzellen waren dabei. Die da oben kann ich nicht erreichen, weil da wieder so ein Holztor vor ist und ich habe verdammt nochmal keine Lampe gefunden, um das irgendwie anzuzünden. Irgendwie da durchzukommen. Deswegen keine Ahnung, wie es da lang geht. Hier waren wir ja schon mal in einer der vorigen Folgen. Und da kam ich hier nicht durch. Und jetzt ist das hier auf. Und ich zeige euch gleich, wie, wo diese Lampe ist. Die muss man nämlich eine Lampe anzünden, um hier durchzukommen. Aber bevor ich jetzt sterbe, möchte ich gerne die Fähigkeitenzelle irgendwie einsammeln. Okay. Da oben müssen wir irgendwie hin. Kann ich von hier aus? Nee, kann ich nicht. Oh. Okay. Ja, das ist ja nicht gut gezielt, würde ich sagen. Problem ist, wie zum Teufel komme ich jetzt darüber? So, mit den Dingern da an der Decke. Okay. Okay, haben wir das auch gelöst. Sehr schön. Dann haben wir diesen Raum endlich auch. So, dann zeige ich euch, wo diese Lampe hier ist. Die ist. Also da, rechts. Die ist so ein bisschen versteckt da, ne? Wenn man hier springt, sieht man die nicht unbedingt gleich, weil die hinter diesem Schatten ist. Und ja, ich habe sie auch mehr oder weniger zufällig nur erwischt, weil ich hier wie wild rumgeschossen habe. Und dann war die halt dabei, ne? So. Hier haben wir wieder wilde, springende, bösartige, uns nach dem Leben trachtende Wesen. Und auch ein Flattermann ist dabei. So, tschüss. So, das hier ist ja nur eine Abkürzung. Das führte ja nicht wirklich weit, außer eben hier rüber. Diese Lebenszelle dort hinten wäre jetzt mal interessant. Ich hatte euch ja versprochen, ne, woanders anzufangen, aber da ich jetzt da irgendwie drauf geschossen bin, auf das eine da, wollte ich das jetzt nicht vorenthalten. Oh, oh! So. Okay, man kann also da oben durchspringen. Interessant. Ich würde einfach mal vermuten, dass ich das so machen soll, irgendwie. So. Jawohl. Okay, cool. Haben wir das auch. Dann, na, wirst du wohl da oben drauf sein. So. Dann können wir einfach weiter nach oben klettern, ein wenig. Und ach, das ist so praktisch jetzt mit diesem Ding. Dann können wir nämlich hier überall durch. Ein bisschen schneller. Nein! Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich, nicht aufgepasst. So, speichern konnten wir hier, ne? Jawohl. Und wir haben 6 Punkte auszugeben. Das machen wir natürlich auch noch, jetzt wo wir schon hier sind. Nee, teleportieren will ich nicht. Punkte ausgeben wollte ich. Ging hier nicht, ne? Muss ich tatsächlich so ein Ding erschaffen? Naja. Soll nicht eilen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ihr seid böse und wollt uns an den Kragen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Ausschau halten nach anzündbarem. Nach Lämpchen. Ah, da ist doch so ein. Moment. Da ist so ein Ding, was wir auch einstampfen können da oben. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. So. Ja! Cool. Oh, das freut mich, dass wir da endlich weiterkommen. Das finde ich super. Hier unten kommen wir aber noch nicht durch. Das scheint auch da mit diesem, da oben mit diesem Rädchen, mit dem anderen links da verbunden zu sein, irgendwie. Vielleicht können wir das von der anderen Seite auch nur aufmachen. Aber wir haben ja jetzt oben aufgemacht, das heißt, da können wir jetzt durch. Ein Eingang soll ja auch erstmal reichen, denke ich. So, erstmal müssen wir den da hier loswerden. So, dann haben wir hier unten direkt zum Einsammeln.
Aua. Aber ich dachte, ich mache das jetzt geschickt, damit er mich nicht trifft. Oha. Da oben sind sehr viele Dornen. Da müssen wir uns auch diese Lampen wohl hochschwingen, fürchte ich. Hm. Okay. Machen wir jetzt mal den Fisch da kaputt. Und ich da auch. Und eigentlich, bevor ich da loslege, mich da rumzuschwingen, speichere ich hier lieber ab. Und... Nein. Möchte Punkte ausgeben. So. 2 plus 2 macht 4 und dann hätten wir Wasseratmung. Plus 2 macht 6. Seelenverbindungseffizienz halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Möchte ich dann dort einen dritten Sprung, ist natürlich auch sehr geil. Möglichst schnell, also schnelleres Feuern. Und der Stampfer ist stärker. Finde ich erstmal nicht so wichtig, glaube ich. Ich würde tatsächlich dann hier zu tendieren, dass wir hier weitergehen. Machen wir eins. Na, also Turbosprint. Möglichst es Ori Feinde mit einem Turbosprint anzugreifen. Muss ich mal ausprobieren. Wasseratmung. Möglichst Ori im sauberen Wasser zu atmen. Und Seelenverbindungseffizienz halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Yay! Dankeschön. So. Dann bitte nochmal speichern. Bong! Dann schauen wir, dass wir hier weitermachen. Wir müssen uns jetzt da oben anhand der Lampen. Das was kennen wir ja schon aus dem Ginso-Baum. Da oben schießen. So, das hat schon mal geklappt. Jetzt sind wir schon mal hier. Da oben scheint eine Energiezone zu sein und wieder eine Wand, die wir wahrscheinlich wieder nicht öffnen können. Ja, das hat mir gefehlt. Hier bin ich ja an der Wand zwischen den Dornen hänge, kommt so ein Kack-Flattermann. So. Jetzt habe ich's. Ja. Der muss gar nicht da sein, damit ich blöd bin, mich selbst in die Dornen zu stürzen. Diese komischen Vögel sind allein durch ihre Anwesenheit schon. Sind so abgrundtief böse, dass sie mich dazu schon verleiten, freiwillig in die Dornen zu springen. So ist es. Was hat hier für ein Pilz? Der wackelt nur fröhlich, okay. Au. Ja, genau, stirb. So. Kannst du hier auch nicht gegenfliegen? Irgendwie bist du da... Scheinbar willst du das nicht so, ne? Nee. Dann, weißt du, dann kannst du auch abtreten. So. Tschüss. Fähigkeitenpunkt. Yay. Cool. Ja, keine Ahnung, wie man diese Dinger da aufbekommt, aber, okay, da hinten ist ein Spinner. Kommen wir denn irgendwie hier nach oben lang auch? Wenn ich jetzt da oben hinschieße, so. Ja, das geht. Cool. Da hatte ich mal ausnahmsweise den richtigen Instinkt. Hier oben war auch in Anführungszeichen nur eine Fähigkeitenzelle. Okay. Cool. Müssen wir da rüber? Weiß ich nicht, ob es Sinn macht, den da abzuschießen vorher. Okay, das hätte jetzt auch besser laufen können. Aber... Jo. Direkt nochmal gegen die Dornen geschossen. Wir haben ein wenig Leben. Ich speichere jetzt trotzdem ab. Dafür kriege ich nämlich ein bisschen Leben dazu wieder. Zwei Fähigkeitenpunkte habe ich. Kann ich die... Ne, ich brauche drei hier. Für den Dreifachsprung, okay. Au. Ist das... Ein bisschen Energie mit hier. Okay, gut, dass er nochmal geschossen hat. Komm ich nämlich jetzt da einfach... Oh, die... Seit wann dürfen die mit drei Geschossen... Seit wann dürfen die mit drei Geschossen schießen? Das finde ich, nicht nett.
Au. Ich will erstmal jetzt heilen. Und dann springe ich natürlich direkt ihn an. Okay. Ja. Ja. So. Au. So. Du darfst mich hier auf den Rücken legen und erstmal schlafen. Bin ich hier oben. Dann speichere ich ab. Weil ich nicht weiß, was jetzt kommt. Hier scheint es windig zu sein schon mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Kommt jetzt der Flattermann? Natürlich kommt der Flattermann. Und der hat seine kleinen Flattermänner auch dabei. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schaut nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Felsen lösen. Nach oben schauen. Welchen Felsen? Der da hinten im Hintergrund. Meint ihr den da hinten im Hintergrund? Den da? Muss mich wohl an diesen Lampen entlang dingsen, aber ich, dachte, ich komme jetzt hier nicht lang. Ja. Au. Ist hier lang jetzt oder nicht? Versuch's jetzt einfach. Mehr als schief gehen kann es nicht. Nee, wie es aussieht, musste ich hier nicht unbedingt lang. Ah. Da unten bringt mir auch nichts. Diese ganzen Felsen sind hier irgendwie, scheinen hier lose. Was ist denn, wenn ich hier... Ach du Heilige! Was habe ich getan? War das... Bin ich noch am Leben? Oh. Ich glaube, wir haben bös einen... die Nase bekommen, aber wir leben noch. Na komm schon, Uri. So. Sind wir hier unten? Da oben ist so ein... Ich kann nicht springen, ich kann nur laufen. Zur Feder? Ah! Du hast Kuros Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend den rechten Trigger drücken. Kuros Feder ermöglicht es, Uri frei umher oder auf der Luftströmung zu gleiten. Okay. Klingt erstmal cool. Ja. Das kann hier gleiten und wenn zur Luftströmung werde ich doch dann wahrscheinlich sehen, oder? Die wird schon angezeigt bekommen. Speichern erstmal hier. Damit wir auch diesen Portal-Dings hier sicher freigeschaltet haben. Moment. Ich fürchte, wir müssen irgendwie wieder nach oben. Das, was wahrscheinlich irgendwo mit der Luftströmung funktionieren wird. Oder? Ich soll jetzt auf jeden Fall übergleiten. Jo, das ist doch cool. Der Dunst des Nebelforsts war für alle eine trügerische Falle. Es klingt, wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Es wird immer besser. Au. Nebelforst. Huch. Ich fühle mich leicht komisch. Kann nicht erklären, warum, aber irgendwie wirkt es hier alles ein wenig merkwürdig. Ah!
Dich habe ich jetzt. Ach, Moment. Ja, da guckst du, ne? So. Ja, das war klar. Noch so ein verrückter Flattermann. Das möchte ich mitnehmen. Dann sind wir gleich da, wo wir hin wollten. Beziehungsweise jetzt. Drücke X, um Sein zuzuhören. Die verhüllte Laterne, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Okay. Das heißt, wir müssen eine Laterne entzünden. Das haben wir jetzt. In letzter Zeit ein wenig geübt. Dann die Frage, wo diese Laterne ist. Und vor allen Dingen, wo hier das nächste Kartensteinfragment ist, damit ich hier mal ein bisschen was sehe. Au. Oh. Stacheln. Ja. So macht man es auf jeden Fall nicht. Aber die Feder ist schon cool, oder? Ich glaube, da damit können wir noch eine Menge Spaß haben. Und ja, die wird bestimmt auch das ein oder andere Problem noch lösen, wenn wir, wo wir irgendwo noch bisher noch nicht hingekommen sind. Oder es zumindest einfacher machen. So, ich möchte aber tatsächlich, bevor ich irgendwo anders hingehe, mal hier jetzt gucken. Ob man schon hier hoch kann. Kann ich hier an dem... Da kann ich weiter nach oben klettern. Hier aber nicht. Das ist, schade. Aber vielleicht klappt das ja irgendwie... Nein. Nein. Er war ein bisschen zu übermütig gefeuert. Ich möchte eigentlich nicht so... So. So vielleicht. Okay, da oben geht's definitiv nicht weiter. Nun gut. Ihr steckt doch unter einer Decke, ihr beiden. Fähigkeitsdings muss mitnehmen. So, dann hören wir Sein natürlich wieder zu. Ja, wir müssen die Laterne finden. Okay. Speichern wir hier erstmal ab. Finger da. Kaputt sind. So. Was haben wir? Ich würde gern mehr sehen, wo ich hin muss. Tatsächlich. Oh. Ich wollte eigentlich nicht darunter springen, sondern da oben. Dich würde ich gerne einsammeln. Ich wusste doch, dass ich hier drauf laufen kann. Warum? Das vorher nicht. So. Und dich kann ich doch bestimmt anzünden, oder nicht? Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Okay. Okay. Hier haben wir wieder so eine tolle Passage, die ich ja über alles... Oh Gott! Über alles liebe! Nicht sterben! Nicht sterben! So. Speichern. Ein bisschen Leben wieder bekommen. Wo es hier so lang geht. Scheint hier nicht weiter zu gehen, okay. Dann kommt der nächste. Probieren. Ich habe wirklich das Gefühl, ich muss mal wieder ein bisschen mehr auf Schaden skillen. Tatsächlich. Au! Bist du irre? Erstmal so ein bisschen einfacher zu machen. Aber jetzt hier auch stehen. Perfekt. Feder soll ich benutzen. Aha.
Ah, verstehe. Ich soll mich hier oben halten. Und dann, damit ich so lange in der Luft bleibe, bis sie sich hier entschieden haben, mal wieder irgendwas abzufeuern. Okay. Cool. So lernt man neue Taktiken. Sehr praktisch. Ich bewege mich immer noch am Stockfinsternen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Aber gut. Wir speichern hier ab. Und, ja. Wo wir hinkommen und was als nächstes kommt, ich weiß es nicht. Aber es bleibt spannend. Wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann bin ich froh und ihr hoffentlich auch. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao!